Ja, hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal Lebensart. Heute geht es wieder mal um das Thema Notfall- und Fluchtrucksack. Wer die anderen Videos und die Einleitung dazu noch nicht kennt, den empfehle ich natürlich, die anderen Videos davon zu gucken. Heute in diesem Video soll es um etwas anderes gehen, nicht um von mir zusammengestellte Rucksäcke, sondern um die Rucksäcke, die das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt. Dies hier ist eine Broschüre, die, wann kam die raus? 2007 rauskam. Es gibt mittlerweile auch eine aktualisierte Version seit einigen Jahren. Und aus dieser aktualisierten Version, obwohl die fast identisch ist, habe ich mir mal ausgedruckt gehabt, die Checkliste, die sogenannte Checkliste, was in ein Notgepäck rein soll. Diese Broschüre hat verschiedenste Kapitel, muss ich dazu sagen. Da geht es darum, was ich machen soll, was ich einlagern soll, wenn das und das passiert, Hochwasser, was ja an für sich erstmal gut ist. In diesem Video möchte ich mich aber mit dem Kapitel Gepäck für den Notfall auseinandersetzen, möchte schauen, was empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Nothilfe, was man einpacken sollte in so einen Rucksack, macht das Sinn und ist das überhaupt in irgendeiner Weise praktikabel? Das ist der Sinn des Videos und daher schauen wir mal, was das Bundesamt hier empfiehlt. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach los, nicht der Reihenfolge nach, sondern so, wie das Ganze hier gepackt ist. Und werde das Ganze erläutern und werde auch gleich sagen, ob das Ganze irgendwo sinnig ist oder nicht. Und am Ende des Videos werde ich kurz ein Fazit nochmal bringen. Fangen wir an. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz empfiehlt, einen Rucksack zu nutzen, was erstmal gut ist, anstatt eines Koffers. Also daher Punkt 1 ist der Rucksack, kann ich nachvollziehen, und alles soll in diesen Rucksack reinpassen, macht natürlich auch Sinn. Als zweites, man möge es mir jetzt schon verzeihen, steht auf der Liste festes Schuhwerk bzw. Gummistiefel. Eins von beiden sollte man bei haben. Man möge mir verzeihen, die Dinger sind dreckig von einem Videodreh von gestern. Ich habe die noch nicht geputzt, aber gut, ist jetzt nicht das Thema, aber natürlich sollten sie immer geputzt sein. Und zum Notgepäck sollte natürlich immer alles so sein, dass ich das dran habe. Das heißt, am besten schaue ich, dass ich die Schuhe direkt beim Rucksack habe. Wir fangen dann mal oben an. Und zwar empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, einen Schutzhelm und eine Kopfbedeckung mitzunehmen. Muss man natürlich befestigen das Ganze. Habe ich jetzt einen Karabiner einfach mal, weil in den Rucksack rein wird es natürlich schwierig. Daher ein Helm. Ich habe jetzt hier einfach irgendeinen Kunststoffschutzhelm genommen. Konkret wird hier das Bundesamt nicht. Das ist schon mal so ein Problem, wie ihr werdet sehen, auch mit anderen Sachen. Ist natürlich schwierig für jemanden, der gar keine Ahnung eigentlich hat, diese Broschüre sich bestellt und mit dieser Thematik sich gar nicht auseinandergesetzt hat. Daher ein Schutzhelm kann natürlich auch ein Fahrradhelm sein. Auch das könnte natürlich dranhängen. So konkret wird das Bundesamt, wie gesagt, hier nicht. Wir fangen an mit den kleinen Taschen und arbeiten uns hier mal durch. Nächste Empfehlung des Bundesamtes ist eine Staubschutzmaske, eine Arbeitsschutzmaske, so schreiben sie es hier. Schutzmaske, eine behelfsmäßigen Atemschutz oder ein feuchtes Tuch einzupacken. Ich habe jetzt hier einfach eine FFP2-Maske. Ich weiß, wir sind es alle leid mit diesen Masken, aber habe sie noch über gehabt und finde sie tatsächlich für gewisse staubige Situationen gar nicht so verkehrt. Daher eine behelfsmäßige Maske laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Es wird geschrieben, Fotoapparat oder Fotohandy. Ein Fotohandy habe ich jetzt einfach mal eingepackt, weil ich einen klassischen Fotoapparat jetzt nicht da hatte. Was soll ich dazu sagen? Ein Fotoapparat kann man natürlich einpacken. Ich weiß noch nicht so richtig den Sinn des Fotoapparats, muss ich dazu sagen. Ein Fotohandy hat natürlich den riesen Nachteil, das muss ich natürlich ständig nachladen, wenn ich den Rucksack nicht nutze. Und meistens ist es ja so, das Handy ist dann nicht geladen, wenn ich tatsächlich diesen Rucksack brauche. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Daher, es steht keine Begründung in dieser Broschüre dazu, warum ich ein Fotoapparat oder ein Fotohandy beihaben soll. Aber gut, wir packen es einfach mal ein. Weiter geht's. Es steht drauf, erstens ein Taschenmesser, ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe hier einfach jetzt mal eins von dem typischen Schweizer Hersteller eingepackt, weil ich das gerade rumliegen hatte. Und ein Dosenöffner. Da ich einen Dosenöffner jetzt nicht gerade griffbereit hatte beim Packen nach dieser Liste, habe ich einfach ein Multitool genommen, wo ein Dosenöffner dran ist. Das ist jetzt so für mich erstmal sinnbildlich gewesen. Daher Dosenöffner macht in meinen Augen Sinn. Taschenmesser und Dosenöffner kann ich jetzt nicht gegen sagen. Weiter geht's mit Essbesteck. Habe ich hier drin. Auch ein ganz normales Camping-Essbesteck hier. Kann man natürlich für die, die das Video jetzt schauen,
und gar keine Vorerfahrung haben, da reicht natürlich auch ganz normales Besteck aus der Schublade, kann man dazu sagen. Aber auch das macht natürlich Sinn einzupacken. Nächste Tasche. Als nächstes empfiehlt, auch das macht in meinen Augen Sinn, das Bundesamt eine Taschenlampe und Batterien dazu. Ja, kann man auf jeden Fall so machen. Man ist natürlich auf die Batterien angewiesen. Ich habe jetzt hier ein ganzes Paket genommen und eine kleine handliche Mini-Taschenlampe. Auch hier für jeden, der sich gar nicht damit auseinander im Vorfeld gesetzt hat, sondern dieses Video schaut und einfach mal gucken möchte, wie sowas geht, wenn ich nach dem Bundesamt das Ganze packe. Guckt, dass ihr eine Lampe nehmt, die einerseits natürlich mit Batterien nutzbar ist, aber eventuell auch sogar einen Akku hat. Macht auf jeden Fall doppelt Sinn. Als nächstes ein batteriebetriebenes Radio und auch dazu wieder die Ersatzbatterien. Macht natürlich auf jeden Fall Sinn, denn wir müssen irgendeine Kommunikation aufrechterhalten. Und so ein Radio mit Ultrakurzwelle, mit Mittelwelle, Langwelle hat auf jeden Fall den Vorteil, dass ich dann Kommunikation einseitig. Also das heißt, ich kann empfangen und kann hören, was ist draußen los. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ein wichtiges Thema, was auch hier in der Liste vermerkt ist, Thema Wundversorgung, Erste Hilfe. Nun kommen wir zu den beiden großen Hauptfächern. Wie gesagt, der Rucksack ist einfach, ich habe einen meiner 100 Rucksäcke gegriffen und habe den einfach mal so gepackt, nicht zu groß und nicht zu klein, sodass die ganzen Sachen, die vorgegeben werden, einfach reinpassen. Wir kommen jetzt zum Thema Kleidung. Das sind mehrere Punkte, die das Bundesamt hier angibt. Einmal Regenkleidung, da schreiben sie entweder eine Regenjacke mit einer Regenhose. Ich habe hier tatsächlich einen Poncho jetzt einfach gegriffen, weil ich einen Poncho persönlich immer am besten finde. Auch das ist natürlich eine individuelle Sache. Auch hier wird das Bundesamt nicht sehr konkret. Sie schreiben einfach Regenkleidung, Regenhose, Regenjacke. Aber wie gesagt, auch das, Witterungsschutz, natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Weiter zum Thema Kleidung. Ersatzunterwäsche, einmal Socken, einmal eine Boxershorts. Eine robuste Hose, auch hier wird geschrieben, dass robuste Kleidung gewählt werden sollte. Macht auf jeden Fall auch Sinn bei einer Fluchtsituation, einer Notsituation, dass ich robuste Kleidung habe. Dazu zählt natürlich noch genauso eine Jacke dazu. Der nächste Punkt auf der Liste sind persönliche Medikamente. Ich habe das einfach mal in eine kleine Tasche hier gepackt gehabt. Ich brauche persönliche Medikamente eigentlich kaum. Daher würde ich, auch hier wird leider wieder nicht konkret das Ganze befasst, was da dazu gehört. Persönliche Medikamente sind natürlich erstmal alles, was ich einnehmen muss. Das heißt, wenn ich Asthmatiker bin, brauche ich ein Asthma-Spray. Wenn ich zuckerkrank bin, brauche ich irgendwie Insulin oder was auch immer man da bekommt. Wenn ich herzkrank bin, brauche ich meine Tabletten. All das sind diese persönlichen Medikamente. Ich würde, auch wenn es hier konkret nicht mit dazu zählt, einfach auch so ein paar Sachen wie Durchfalltabletten und Kopfschmerztabletten dazu zählen. Ich meinte ja schon, diese konkrete Liste ist halt sehr schwierig hier mit abzuarbeiten, weil man es einfach nicht so genau hier drin stehen hat. Ich persönlich habe jetzt hier einfach, weil ich keine Medikamente eigentlich brauche, mir Nasenspray eingepackt, hier einfach nur sinnbildlich. Ein Punkt, der tatsächlich in der Krisenvorsorge bei vielen YouTubern, auch anderen Leuten, wenig Beachtung immer findet, auch dazu habe ich schon separate Videos gemacht gehabt, findet auf jeden Fall in der Checkliste hier seinen Stellenwert. Das ist ganz wichtig, und zwar persönliche Dokumente. Ich habe hier zum Beispiel eingepackt gehabt, auch hier wird nicht ganz klar beschrieben, was es ist, aber es gibt ein Kapitel. Es gibt ein Kapitel tatsächlich in der ganzen Broschüre, was sich um wichtige Dokumente dreht. Ich habe hier zum Beispiel eingepackt meinen Reisepass, meinen Impfausweis, meinen Sozialversicherungsausweis und ein USB-Stick mit Dokumentsicherung, wo alle wichtigen Daten drauf wären, wenn ich meine Wohnung verlassen müsste. Original müsste natürlich auch dabei sein, das habe ich aber nicht, ein Testament zum Beispiel, das muss auch original sein, denn nur eine Kopie oder ein digitaler Beleg reicht da nicht aus. Auf jeden Fall ein sehr wichtiger Hinweis und eine sehr wichtige Sache, die eingepackt werden muss in diesen Notfallrucksack, daher kann ich hier auf jeden Fall zustimmen. So, als nächstes ein kleiner Waschbeutel mit Hygieneartikeln, auch sehr wichtig, dass hier das Ganze vermerkt ist, denn Hygiene hat natürlich wichtige Faktoren, wie zum Beispiel die Gesundheit, die durch mangelnde Hygiene natürlich angegriffen werden kann. Auf der Liste stehen auch Arbeitshandschuhe, daher hier ein paar Arbeitshandschuhe. Jetzt kommen wir zu drei Sachen, und zwar neben dem Essbesteck steht auch drauf einmal Essgeschirr, da habe ich jetzt einfach das hier genommen, eine Flasche. Das könnte natürlich auch eine ganz normale PET-Flasche sein. Eine Sache, die nicht dazu steht, ist natürlich, dass Wasser drin sein sollte. Das habe ich hier in der Liste leider nicht entdeckt, dass das drin steht. Macht definitiv Sinn, immer eine gefüllte Wasserflasche dabei zu haben. Und ein Becher, auch den habe ich hier dementsprechend eingepackt. Weiter geht's zu den letzten Sachen.
In der Liste im Beitext steht, dass man Lebensmittel oder Nahrungsmittel für 2 Tage dabei haben sollte. Da geht es jetzt langsam, aber das werde ich gleich erzählen, in einen interessanten Teil. Ich habe jetzt hier einfach mal 2 Dosensuppen eingepackt und verschiedenste Müsli- und Energieriegel, denn das Bundesamt schreibt dazu, dass die Sachen staubdicht verpackt werden sollen. Ja, ist in meinen Augen alles staubdicht, da kann nichts passieren. Aber ihr seht, der Rucksack ist jetzt fast leer. Es ist nur noch ein Gegenstand hier drin. Jetzt geht's aber los. Was passiert denn, wenn ich mit diesem Rucksack, mit staubgeschützten Lebensmitteln, zum Beispiel, wenn ich keine Ahnung davon habe, mir trockene Nudeln mitnehme oder Reis, also irgendwas, was ich aufbereiten muss, dann habe ich echt ein Problem. Hier ist nichts drin, was dazu dienen könnte, Essen zu kochen. Kommen wir gleich nochmal zu in der Analyse. So, kommen wir zum letzten Gegenstand. Macht natürlich auch Sinn, es steht drauf, entweder eine Wolldecke oder einen Schlafsack mitzunehmen. Definitiv, Wärme halt in der Nacht ist wichtig. Und damit haben wir tatsächlich schon alle Gegenstände, die das Bundesamt für Bevölkerungsschutz auflistet oder aufgelistet hat in der Broschüre für das Notgepäck zusammen. Und jetzt kommen wir tatsächlich zum großen Problem in meinen Augen. Denn wenn ich das Ding jetzt mir so packe, habe ich ein Riesenproblem. Wir wissen, dass es verschiedene Szenarien gibt, warum ich zu Hause raus muss. Das kann verschiedenste Faktoren haben. Guckt euch gerne das Video dazu an, was ich gemacht habe. Krisenvorsorge zu Hause Teil 1. Da gehe ich auf verschiedenste Szenarien ein. Ich gehe davon aus, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz davon ausgeht, von dem Idealen, von den besten Möglichkeiten, die man hat. Man nimmt den Rucksack, geht irgendwo hin und ist in einer Notunterkunft oder sonstiges. So kommt mir das zumindest vor. Aber nicht immer ist das eben möglich. Das Bundesamt gibt mir diese ganzen Gegenstände vor, schreibt mir auf, ich soll Essen für 2 Tage mitnehmen, eine Wasserflasche. Aber was ist, wenn ich gar kein Wasser habe? Ich bin alleine mit diesem Rucksack, habe 1 Liter Wasser. Als Beispiel jetzt hier drin oder wenn ich eine PET-Flasche habe, 1,5 Liter. Wie komme ich dann an neues Wasser, ein Wasser, was gegebenenfalls trinkbar ist? Dann fangen wir nämlich gleich mal bei das Thema Wasser mit dem ersten Punkt an. Wie soll ich denn mit diesem Inhalt dieses Rucksacks mir Wasser trinkbar machen? Da kommen wir nämlich zum ersten Problem. Ich habe dann, hier steht nicht mal dazu, dass die Wasserflasche gefüllt sein soll, habe dann gegebenenfalls 1 oder 1,5 Liter Wasser bei mir. Wenn ich mehrere Tage aber draußen bin und nicht in eine Notunterkunft komme, habe ich schon ein Problem. Ich habe keine Wasserdesinfektionstabletten, die ich auf jeden Fall empfehlen würde, keinen Wasserfilter und keine Möglichkeit, mir Wasser abzukochen. Das heißt, ich nehme mir Wasser gegebenenfalls aus der Natur oder irgendwo her und weiß nicht, ob das trinkbar ist. Das bringt uns schon zum ersten großen Fehler in meinen Augen dieser Checkliste. Ich habe nicht die Möglichkeit, mir Wasser trinkbar zu machen. Der zweite Punkt, den habe ich ja schon indirekt erwähnt gehabt, ist das Thema Nahrung für mehrere Tage. Der ist nicht wichtig. Das haben wir in verschiedenen Videos auch erfahren. Für die, die das Video als erstes schauen, es gibt die sogenannte Dreierregel. Das heißt, 3 Stunden in extremer Wettersituation, 3 Tage ohne Wasser, 3 Wochen ohne Essen. Das ist also verzichtbar. Ich finde es jetzt nicht am wichtigsten, aber auch hier hätte man in der Broschüre darauf eingehen müssen, in meinen Augen, wenn man das so zusammenstellt, dass ich mir Essen mitnehmen soll, was sofort verzehrbar ist. Besteck und so weiter ist ja geplant, das ist ja schön. Aber wenn ich jetzt trockene Nudeln bei habe, trockenen Reis oder irgendwas, was ich kochen müsste, weil ich es einfach nicht besser weiß, weil die Broschüre es mir auch gar nicht vorgibt, dann habe ich ein großes Problem. Daher sollte man entweder zusätzlich auch zum Wasser aufbereiten mit diesem Rucksack planen, dass man Feuer dabei hat, dass man Feuer machen kann, weil das ist hier überhaupt nicht für vorgesehen. Also ich habe gar keine Kochmöglichkeit, das heißt gegebenenfalls ein Gaskocher würde hier auf jeden Fall noch dazugehören. Das nächste Problem, wenn ich keine Notbehausung habe in der Form, dass ich an eine Notunterkunft komme, das ist natürlich schön, wenn man oder das Bundesamt damit plant, aber ich gehe nicht von aus, dass man jederzeit eine Notunterkunft erreichen kann oder erreichen wird. Das heißt, dieser Rucksack hätte mir irgendwas bieten müssen, dass ich mir eine Notbehausung bauen kann. Nichts geht davon aus, dass ich hier irgendwie eine Plane oder irgendwas mitnehmen sollte. Ich habe jetzt ja, ihr habt es ja gesehen, ein Poncho eingepackt.
weil ich den einfach gegebenenfalls noch nutzen könnte. Und das kann ich dann auch den Leuten, die nach dieser Liste packen wollen, nur empfehlen. Nehmt ein Poncho mit oder packt noch eine Plane dazu. Weil wenn ihr wirklich in einer Situation fliehen müsst, wo es draußen regnet oder schneit, werdet ihr nass. Und Nässe bedeutet Kälte. Und da kommen wir wieder zu der Situation. 3 Stunden in extremer Wettersituation. Also auch hier ist die Liste nicht wirklich vernünftig am Vorgehen, wenn ich einfach keine Möglichkeit habe, mir ein Behelfs zu Hause zu bauen. Der vierte Punkt, der in meinen Augen hier gar nicht thematisiert ist, ist der Punkt der Sicherheit. Sicherheit deswegen, denn ich habe meinen Helm hier dran draußen rumbammeln, habe meine Ausrüstung, alles. Also man sieht mir und meiner Familie eventuell an, dass ich Ausrüstung dabei habe, die andere eventuell benötigen. Das heißt, die Leute kommen und könnten unter Umständen aggressiv sein. Und wenn das mehrere Leute sind, habe ich natürlich ein Problem, wenn ich mich und meine Familie verteidigen will. Daher fehlt in diesem Rucksack in meinen Augen ganz klar der Sicherheitsaspekt. Das könnte zum Beispiel ein Pfefferspray sein oder ähnliche Sachen, die nach dem deutschen Waffenrecht in Ordnung sind. Diese 4 Punkte sind für mich aber eben wesentlich. Und wenn diese 4 Punkte hier gar nicht enthalten sind, habt ihr da draußen, wenn ihr nur nach dieser Liste packt, ein Problem. Aus dem Grund muss ich sagen, ist diese Liste zumindest ein Anfang, wenn man noch gar nicht mit der Krisenvorsorge in der Form begonnen hat, dass man einen Notfallrucksack hat. Ich halte es für wichtig und finde es gut, dass das überhaupt thematisiert ist in dieser Broschüre. Das ist auch wirklich, wirklich wichtig. Aber im Endeffekt fehlen wesentliche Sachen. Man kann eben nicht davon ausgehen, dass man das Ideal hat. Man verlässt die Wohnung und hat 500 Meter weiter dann die Notunterkunft. Wenn das so ist, ist das alles schön und mag dann auch ausreichen, ja. Aber ich gehe nicht von dieser Idealvoraussetzung in jedem Fall aus. Das ist natürlich das Problem. Bei manchen Szenarien kann das so sein, vielleicht beim Hochwasser, wenn ich evakuiert werde, dass ich meinen Rucksack nehme und dann in eine Notunterkunft komme, oder auch wenn nur mein Haus als Beispiel brennt, mag das auch so funktionieren. Aber zumindest, wenn ein anderes Szenario kommt, wo viele Menschen fliehen, könnte es da zu Problemen kommen. Ansonsten, wer das Ganze noch weitergehen möchte, kann meine anderen Videos zum Thema Notfall- und Fluchtrucksäcke angucken. Da habe ich schon einiges jetzt produziert. Wie gesagt, guckt es euch gerne an. Ansonsten empfehle ich trotzdem als Anfangswerk diese Broschüre, also das ist die Oldschool-Variante von Anfang der 2000er. Es gibt eine aktuelle, die ist jetzt wenige Jahre alt, euch umsonst zu bestellen oder als PDF runterzuladen beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Schaden kann es auf jeden Fall nicht, da es einfach nichts kostet und mit so einer Art Notfallrucksack anzupacken. Aber wie gesagt, vertraut nicht nur darauf, was in dieser Broschüre steht, sondern schaut, dass ihr das Ganze etwas runder macht, nenne ich das Ganze, so dass das Ganze auch irgendwo zusammenpasst, weil, wie gesagt, viele Komponenten passen ja einfach nicht. Was haltet ihr von diesem Notfallrucksack, den das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Nothilfe herausgegeben hat? Macht das Ganze für euch Sinn? Wenn ja, beschreibt es gerne mal, und wenn nein, auch kommentiert gerne darunter. Und ansonsten, wie gesagt, schaut euch gerne die anderen Videos zu diesem Themenkomplex bei mir auf dem Kanal an. Und ansonsten gerne einen Daumen da lassen. Abonniert den Kanal, teilt das Video, und ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Mal, euer Sebastian.